Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video, Leute. Und ja, heutiger Fahrplan, wir werden heute die finale Mission von Sequenz 7 spielen. Also ich glaube zumindest, dass die finale Mission ist hier von der Sequenz. Dann würde ich sagen, ab dorthin und ja, like, wenn es gefallen hat, mir ein Video. Dann kann jeden Supporter, an jeden Like, an jeden Kommentarschreiber gerne weitermachen, wenn ihr Bock habt. Ich würde dann sagen, machen noch am Anfang eine kleine Einnehmmission, weil wir müssen nach der Mission, glaube ich, auch schon ein paar Gebiete einnehmen. Ja, das wäre dann nicht so schlecht, wenn wir das mal hier ein bisschen anfangen in der Folge. Ich würde dann sagen, wir machen eine Kopfgeldjagdmission bei Wade Linton und dann auf dem Weg einfach zur Hauptmission gehen, würde ich sagen, ne? Genau, hört sich gut an, würde ich sagen. Aber würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann... Ah, nee, das ist auch eine Mission hier, Leute. Alle Blätter umbringen. Ja, machen wir schnell, würde ich sagen, ne? Kann man schnell machen, auf jeden Fall. Schnauze, du Alter, du bist der Erste, der stirbt. Bam! Let's go hier. Edward Kenway ist wieder back. So, da ist ein Level... Oh, alle Level 9! Huh. Level 9 ist ein bisschen hart, weil... Ich glaube, wir sind nur Level 6 oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr unterlevelt. Gegen diese Idioten. Naja, ja, die probieren mal, wie es hier wird auf jeden Fall. Da ist auch noch einer, den bringen wir auch noch um. Warum muss es sich jetzt umdrehen, Genau jetzt muss es sich umdrehen, oder? Noch 11. Noch 11 Idioten erledigen. Wer ist denn der Goldene nochmal? Den Anführer. Oh! Nein! Schnauze. Halt die Schnauze. Bam! Ei, ruhig hier. Boah, also... Ein Kampf gegen Level 9er wird, glaube ich, echt schwierig. Deswegen sollten wir doch lieber aufpassen. Wir müssen mal diese Bolzen verbessern. Diese halluzinogenen Bolzen. Die müssen wir safe verbessern, weil... Wir können die gar nicht mehr hier vergiften. Warten wir ganz kurz. Wenn wir das schon hier ansprechen... Machen wir das mal, oder? Schnell hier. Währenddessen, weil wir haben überhaupt gar nichts verbessert hier eigentlich. Das sollte auf jeden Fall mal zustande kommen, ne? Wo ist denn das hier? Hier, wir brauchen noch 200 Metall für die Halogenbolzen. Joa. Wirksamkeit. Hört sich gut an. Machen wir mal rein, würde ich sagen. Wirksamkeit der Medizin reinmachen, schnell. So, wir haben gar nichts mehr hier. Ausrüstung. Ja, nur so Schwerter und so, aber wir können nichts verbessern gerade, weil wir haben auch gar nichts eingesammelt hier in dem Let's Play. Aber es ist auch so, ich weiß nicht, es irgendwie bockt auch nicht ganz alles einzunehmen hier. Bin ich ehrlich mit euch. So, wir haben hier 8 Punkte. Geben wir mal schnell aus, würde ich sagen. Erweitern Sie Ihre Gesundheit um ein weiteres Feld. Rein damit. Sehr, sehr geil. Mehr Leben ist immer gut, auf jeden Fall. Hinrichtung. Ah, Hinrichtung, stimmt. Das war auch eine relativ coole Fähigkeit. Machen wir auch mal rein, würde ich sagen. Die Hinrichtung 1, genau. Was ist das hier? Fahrer 1. Ja, ist jetzt nicht so notwendig, ne? Einschüchterung. Ja, Schleichen 1. Kann man auch mal reinmachen hier. Ja, und dann noch 2 Punkte frei, die wir verbessern können. Jetzt kriegen wir Level 6. Ah, wir sind erst Level 5 davor gewesen. Jetzt erst Level 6. Ach du Scheiße, wir sind echt unterlevelt, Wir sind sehr, sehr unterlevelt. Das muss ich sofort ändern, wie machen wir das hier schlechter? Komm, rein damit hier, let's go. Einfach hier rein damit hier. Das ist eine Fähigkeit, die was mit beinhaltet? Wenn Sie einen Gegner an den Rand des Todes bringen, wird Ihr nächster Angriff einen anderen Gegner automatisch ebenfalls an den Rand des Todes bringen. Gute Sache. Machen wir auf jeden Fall rein hier. So, Jacob. Da würde ich sagen, jetzt rein hier. Auf jeden Fall rein hier. Wie gehen wir nach oben, würde ich sagen? Das ist sogar Level 10er. Das ist noch sogar Level 10er dabei. Ich fasse es nicht, Leute. Level fucking 10er, Mann. Das ist doch krank. Sind das die... Sind das unsere Mitglieder? Oder sind es nur Polizisten? Was machen die denn hier jetzt auf einmal? Scheiße, Mann. Was machen die auf einmal hier? Wir sollten die Level 10 auf jeden Fall leise ausschalten. Naja. So, nicht umdrehen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Oh Gott, die Lolli-Lol. Komm rein, komm rein, komm rein. Pfeifen. Können wir pfeifen? Komm zu mir, komm zu mir. Genau, komm zu mir, Kleine, komm zu mir.
Komm her. Oder lauf dorthin. Noch besser sogar. Dann können wir hier lang gehen und nicht umdrehen. Genau, sehr gut. Ey, läuft gerade nicht so schlecht, muss ich sagen. Läuft gerade eigentlich so recht gut. Überrascht mich sehr, muss ich sagen, dass es hier gut läuft. Oh. Wie haben die uns sofort gesehen? Also sorry, wie haben die uns sofort gesehen, Leute? Wir sind da vorbeigesprungen. Klar, man kann es schon sehen, aber so schnell reagiert, das kann niemand. Das kann niemand, Leute. Das ist doch Quatsch. Ach, die kämpfen jetzt sogar, Leute. Warte mal ganz kurz. Ich habe einen Plan. Ich habe einen ganz guten Plan. Klappt es? Nein, leider nicht. Das ist, wie gesagt, zu schwach. Ich dachte, das mit dem Feuer kann es vielleicht ein bisschen verstärken, die Wirksamkeit, aber das ist auch nicht der Fall. Oh. Oh, scheiße. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. So, weg mit dir erstmal, du Alte. Ach du Scheiße. Guck mal, die haben so viel Leben, Alter. Die haben so viel Leben, machen so viel Damage. Scheiße, Mann. Nein! Oh mein Gott. Die sind stark, Leute. Sogar die Schützen sind richtig stark. Die Schützen, Mann, sind richtig stark. Wir werden es, glaube ich, nicht schaffen, Leute. Wir werden es einfach nicht schaffen, ey. Die sind echt zu stark, Mann. Holy crap, die sind zu stark, Mann. Heilige Mutter Maria, sind die zu stark. So, bam. So, das war ein geiler Kill von mir. Hast du Medizin? Nee, hast du nicht. Los. Hast du Medizin, Bruder? Oder Munition oder Wurfmesser? Irgendwas Brauchbares? Ja, Wurfmesser. Okay, damit kann man noch arbeiten. Auf jeden Fall. So, noch drei Gegner. Noch drei Gegner. Also, wir haben jetzt hier einiges zu tun. So, du drehst dich nicht um. Genau. So, ein Stock zwei. Dann sollten wir eigentlich das schon geschafft haben, Leute. Eigentlich, ja. So, jetzt du noch, Bruder. Ja, so läuft es ganz gut. Hier, so, verbrannt, Leute. Oder getötet hier. Ah, nee, müsst doch diese Pläne verbrennen. Habe ich jetzt auch verpasst, muss ich sagen. Egal, scheiß drauf, Leute. Hauptsache, wir haben jetzt den Colt hier eingenommen hier. So, Dankeschön. War eine coole Sache. War zwar sehr schwer, aber war eine coole Sache auf jeden Fall. Da würde ich sagen, gehen wir dann zur Hauptmission, Leute. Oder wollen wir noch schnell die Kopfgejagdmission machen? Ah, nee, wir machen jetzt aber die Hauptmission schnell, Leute. Die anderen Sachen können wir dann später machen einfach. Da würde ich sagen, Leute, hören wir uns dann gleich bei der Mission. Die Leibwache, Level 7 empfohlen. Wir werden sehen, wie es wird, Leute. Dann bis gleich. So, wir sind da, Leute. Bei die Leibwache. Aber ist das jetzt die finale Mission? Ich glaube, die finale Mission ist eigentlich meistens immer noch eine Attentatsmission. Wir gehen rein, Leute, auf jeden Fall. Mal sehen, wie es wird. Let's fucking go. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Na, oh, wieder verfolgen oder wie? Ah, nee, Kutsche infiltrieren. Mal was Neues hier. Verfolgen und infiltrieren. Fährt die los? Nein, die fährt nicht los. Okay, oh, überraschen, Leute. Keine Verfolgungsmission diesmal. Wow. Entwickler, ihr habt euch jetzt mal übertroffen hier. Runter. Hallihallo, was geht's? Oh, schnell, schnell. Nein, wir waren nur gerade so nah dran. Runter, 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 runter. So, schnell rein hier. Let's go hier. Warte ganz gut hier. Let's go. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Premierminister, ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Oh. Wo kommt ihr her? Israelis Wagen. Eieieiei. Irgendwelche Schützen greifen an. Oh, scheiße, die greifen sogar sehr schnell an. Die machen keinen Spaß hier. Die machen echt keine Späße hier. Und du bist die Erste. Stirb hier. Halt die Schnauze. Halt's Maul, halt's Maul. So, bam. Tschüss, wir hören uns. Wurfmesser. Bam. 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 Und bam. Ah, ne, wir haben keine Messer mehr, Leute. Halt die Schnauze, du bist tot hier.
Wie das Schwein ist weg. Ich war doch genau vor dir. Oder bist du blind? Ich glaube, ich war ein bisschen blind, So, nächster Angriff, Jim. Hallihallo, was geht, ihr Süßen? Oh, das ist ein Fetzer. Das ist ein großer. Ein ganz großer hier. Ein großer, starker Mann hier. So, stimmt erstmal. Bam. Also wieder eine normale Mission, einen Wagen verteidigen und Leute ausschalten. Also auch nichts Originelles eigentlich. Ja, da wieder noch eine neue Welle voller Gegner. Ah, was eine Überraschung. Ja, kommt her. So, nachladen. Halt die Schnauze. Galvani-Bombe mal ausrüsten, würde ich sagen. Jacob jetzt ausrüsten. Bam. Und angreifen hier. Easy game. So, bam, 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 bam. Ey, nicht blocken, Süßer. Nicht blocken, Alter. Aua, hey, nicht schlagen. Aua, aua. Hör auf anzugreifen. Erstmal einen töten, Jacob. Erstmal einen töten, würde ich sagen. Und dann die anderen ausschalten hier. So, bam. So, jetzt aber, oder? Bam, komm schon. Nice, nice, nice. So, das war's, oder? Das war's sogar. Let's go, Leute. Nice. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Jacob, halt dich doch schnell auf, Jacob. Ah, dann hinterher, würde ich sagen. Kutschenverfolgung. Oh. Mein Controller ist aus. Ibi! So, weiter geht's, Leute. Aufgeladen jetzt den Controller. Dann hinterher hier. Diesen Idioten. Ich würde sagen, auf dem Dach springen und dann einfach so entführen. Oder rammen ist jetzt nicht so geil, ne? Ich würde aufs Dach steigen. Aufs Dach steigen, Jacob! Aufs Dach steigen! Aufs Dach steigen. War das nicht eine andere Taste oder war das Kreis gedrückt halten? War das Kreis gedrückt halten? Nein, es war nicht Kreis gedrückt halten. Oh Gott, was war das doch mal für eine Taste? Was war das doch mal für eine Taste? Da war doch was mit dem Dach aufsteigen, Leute. Oh Mann, ey, das ist doch Schmutz. Das ist doch Schmutz, Leute. Das ist doch riesiger Schmutz, ey. Lasst mich in Ruhe, verzieht euch, bitte. Das wird der Wagen. Könnt ihr mir raufspringen oder so? Könnt ihr mir raufspringen? Irgendwas in der Art? Geht nicht, Bombe werfen. Reize, Reize, Reize. Reiten und rammen, reiten und rammen. Ich will auf das hier aufs Dach steigen, wenn es geht. Das geht doch eigentlich oder nicht, Leute? Mit dem Dach aufsteigen hier. Bleibt bei mir jetzt, bitte. Ja, jetzt ist er auch noch tot. Wie kann ich mal aufs Dach steigen, Leute? Ich weiß es nicht mehr, ey. Ihr habt ja aber getötet. Ich hab vergessen, wie kann man noch aufs Dach steigen? Ach, mit L1! Aber ich weiß, wie man jetzt hier aufs Dach steigt, Leute. Mit L1. Das ist jetzt eine gute Sache, denn damit kann man auf jeden Fall raufsteigen und dann den Typen holen. Aber der fährt doch gar nicht schnell. Also der fährt recht langsam. Ja, auch eine recht leichte Mission eigentlich, wenn man das schafft hier. Verzieht euch. Ah ja, jetzt auf das steigen. Jetzt wird das Spiel mir auch angezeigt, wie es geht, ey. Rausspringen, rausspringen, rausspringen! Rausspringen! Rausspringen, Jacob, du verdammter Idiot! Du Idiot, Jacob, du Idiot! Warte, warte mal ganz kurz. Oh. Oh. Okay. Das war doch eigentlich, wieder eher... Sind alle wohl auf? Jacob, steig da bitte raus! Bitte! Geh jetzt rauf! Oh, die Steuerung, Alter, ich raste gleich aus. Die Steuerung ist manchmal so hakelig bei mir, ich weiß nicht warum, ey. Zeigen Sie sich, Sie verkommene Dreckschleuder! Er wird wohl kaum mit einem Knüppel vorne wegmarschieren, Dizzy. Ja, weg hier, schnell. War das die Mission oder wie? War das die Mission? Einfach sowas. Ich könnte kotzen, ey. Gletschton, fahr zur Hölle! Du Hundesohn! Vielen Dank. Was wollen Sie gegen Gletschton unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gletschton hat nichts damit zu tun.
Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madam. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden, helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung. Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Kommen Sie hierher zur Downing Street morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Ja, währenddessen Henry Green sich Evie klären will, kriegt Jacob nur die älteren Frauen, aber so, ey, ne? Warum nicht, ne? Warum nicht hier? Okay, das war die Mission, Leute, mit Jacob Fry. Dann glaube ich, die nächste Mission auch mit der alten Frau war. Mrs. Disraelis Chauffeur. Machen wir das, oder? Einfach nochmal schnell, ist ja eh noch daneben hier. Gehen wir rein. Golds roter Umhang. Schauen wir mal kurz rein beim goldroten Umhang. Alter, ich kann nicht mal reden, ey. Wegen dem Spiel, ey. So, Montur ist ja eh noch das gleiche. Wo ist denn der Umhang? Wo waren es denn nochmal? Schuhe. Das hier. Egal, Leute. So, wir einfach später diesen Umhang oder einfach offscreen. Da würde ich sagen, ab zu Miss Disraelis Chauffeur-Mission. Da mal gucken, wie sie auf Jacob reagiert. Ich hoffe nicht so flirty, komisch drauf, weil sie hat ja einen Ehemann und wäre ja moralisch nicht korrekt, wenn sie Jacob klären will. Wir gehen rein, Leute. Let's go. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond. Ein kleines Easter Egg also. Der Hund heißt Desmond. Ich glaube, die Assassin's Creed Fans wissen, wer Desmond ist, ne? Sollten die wissen. Also wenn ihr nicht weiß, wer Desmond ist, dann müsst ihr die alten Teile auch anschauen, hier von AC 2 und 3. Desmond, eine Legende. Geräte benutzen, um die Reporter abzulenken. Die Reporter mit dem Zeitungsmädchen ablenken. Zeitungsmädchen? Okay. Merken wir uns mal, ich würde einfach alle abmuxen. Wäre so meine Art eigentlich, hier Spiele zu spielen. Aber wir machen es mal so. Wir gehen mal zum Zeitungsmädchen, glaube ich mal. Wissen Sie, wer ich bin? Nein, weiß ich nicht. Oh. Wir sind Reporter. Wir machen das mal so, oder? Abgelenkt. Die sind jetzt abgelenkt eigentlich. Würde ich mal sagen, oder? Oder nicht? Oder war es nicht genug Ablenkung? Ich glaube, es war nicht genug Ablenkung. Ich glaube, es war nicht genug, Leute. Es war ganz und gar nicht genug. Das war sogar böse. Also nicht gut von mir. Oder? Ja, das war nicht gut von mir, aber die sind noch jetzt weg hier. Ah, nee, es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute, die Rauchbombe. Okay, das war dann doch sehr gut von mir, Leute. Das ist sehr, sehr gute Sache von mir. So. Schnell, 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 schnell. Weg hier, weg hier, weg hier. So, dann würde ich sagen, Mrs. Rayleigh zur Sache bringen. Oh. Okay, dann schnell weg hier. Schnell weg hier, Mann. Was sieh dich von mir? Immer weg, Alter. Immer diese journalistengeilen Storyschreiber, ey. Richtig Storygeil sein, Journalisten, ne? Das ist richtig schlimm auch, ey. Richtige Parasiten sind es wirklich. Aber noch mehr, die uns verfolgen wollen. Ja, ist schlimm, ne? Guck mal, ihr müsst euch mal vorstellen.
ihr seid berühmt, ihr seid, habt Fame, ihr seid überall im Lande bekannt und zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ein Freund von euch stirbt oder irgendein Familienmitglied und da werden einfach eure Häuser belagert, eure Freunde befragt und die werden gar nicht auf eure Privatsphäre achten. Das ist schon richtig schlimm, ey. Das ist schon sehr, sehr schlimm und es kann auch auf Dauer echt nerven und auch auf die Psyche gehen. Wenn aber jeden Tag du fotografiert wirst, ohne Erlaubnis, aber bam, 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 nebenbei. In Deutschland ist es doch relativ gut, in Deutschland, aber in Amerika und so weiter und so fort, da ist es schon richtig schlimm mit den Paparazzis. Ja, da werden Privatsphären oder andere Dinge einfach nicht groß geschrieben. Die Menschenwürde, vor allem Ding, ne? So, Mrs. Bailey durch den Slum eskortieren, im Armviertel nicht von Schlägern entdecken lassen. Das wird auf jeden Fall schwer, weil ich immer sehr scheiße bin mit dem Spielen und Stealth sein. Okay. Ich glaube, es mag die Frau sogar, wenn Jacob da die Arme bereithält. Ja, dann laufen wir hier mal durch. Ey! Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Oh, Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Desmond hat die Schnauze, Desmond. Desmond hat die Schnauze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Normalerweise ist er nicht so aufbrausend. Hier ist einer eingedrungen. Nein. Oh Mann. Desmond, er kann auch gerne kämpfen, Desmond. Er kann gerne mitkämpfen, wenn er will. Oh, scheiße. Oh nein, fünf Leute. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Hab nur eine Rauchbombe. Aber die bringt auch relativ wenig. Haben wir Medizin? Nee, haben wir nicht, Leute. Haben wir leider nicht, Das wird sehr schwer, Leute. Das wird unnormal schwer. Scheiße, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben, Leute. Wir werden sowas von sterben. Das kann ich mal sagen, ey. Das bringt nichts mehr, das bringt nichts mehr. Das ist einfach aussichtslos. Das ist aussichtslos, Leute. Also, man kann sagen, was man will, aber die Finisher von den Gegnern, die sind wirklich sehr, sehr brutal. Die sind sehr, sehr, sehr brutal. Ach du Scheiße, Mann. Genau. Freilassen. Und dann angreifen. Bam. Und auch den angreifen schnell, wenn es geht. Genau. Einfach die, ja, loswerden einfach hier währenddessen. Auch wenn nicht so schlecht hier, ne? So, Munition einsammeln. So, das really. Weiter geht's hier. Oh, mit der Kapuze sogar noch drauf. Okay, nice. Können wir ein bisschen schnell laufen vielleicht? Einen kleinen Ticken schneller? Ja, ein bisschen flotzer einfach. Das wäre schon relativ geil, wenn es gehen würde. Ja. Auf jeden Fall das Rayleigh. So, haben wir noch ein Wurfmesser? Nee, haben wir nicht, leider. Und da kommen wieder alle angerannt. Da kommen wieder alle angerannt. So, schnell umbringen. Ich will die Großen eigentlich umbringen sogar. Genau, die Großen hier einfach umbringen. Das ist viel, viel geiler eigentlich hier. Viel, viel besser auch. So, die Schnauze. So, du wirst jetzt mal sterben hier. Bam. Du auch hier. So, war's das really? Wir haben sie gleich vollendet hier. So, bam. Let's go. Ja, okay, das ist easy hier. Das ist easy. Du stirbst auch hier. Bam. Voll in die Eier gestochen gerade. Voll in die Eier gestochen gerade. Oh, es kommt noch einer an. Nee, eigentlich nicht. Stirb mal hier. Alter, eine 66er Kombo, Leute. Nice. Okay, das war ein geiler Kampf von mir. Das war ein sehr geiler Kampf von mir, Alter. Also erstmal looten schnell. Wir brauchen erstmal alles, was wir hier finden. Ja, wirklich jeden einzelnes Gerät. So, Munition, Munition und Munition. So, das really. Äußerst galant, Mr. Fry. Dankeschön. Sollen wir weiter? Ja, gerne, Madame. Warum nicht einfach durchrennen? Warum hier einfach so vorbeilaufen, als wäre nichts los? Aber egal, Leute. Das ist nett, wa? Der ist nett, wa? Der ist nett. Okay, alles klar. So, wir sind hier, glaube ich, mal durch. Hier rein oder jetzt nach oben? Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli?
Hier rein oder wo rein? Ich muss ja dort lang oder wie? Alles klar, dann machen wir das mal. Warum auch immer jetzt, dass die sich verändert hat hier. Na, ihr kleinen Chicken? Was geht, was ihr Chicken? Aber ja, Kinder, die hier leben müssen, aufwachsen müssen, dann tut mir schon echt leid, Mann, in den Slums. Das ist echt nicht so geil und da ist wieder irgendein Mann, der eine Frau begrapscht. Sehen Sie die beiden da? Ja, die scheinen sich, Ich war zweimal verheiratet, Mr. Fry. Ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Ah ja, ich hoffe nicht, dass sie jetzt denkt, dass, ja, dass wir es auch machen werden irgendwann. Ich will es auf jeden Fall nicht machen. Fleisch verkauft dieser Mann. Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist das etwas Verdorbenes? Oh, ist das Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung, aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte Wonton. Die essen also auch Hunde hier, alles klar. Da muss hier der Dessen aufpassen. Also das ist ein Feind, nicht wahr? Bemerkenswert. Nein, er klaut den Hund. Feines Hundchen. Das war klar. Das war so klar. Das würde ich sagen, in der nächsten Folge dann den Desmonds hier retten auf jeden Fall. Also wir müssen die, das Shirelli ein bisschen durchführen hier in dem Slums und da kann sie bestimmt einen guten Eindruck hinterlassen und auch einnehmen und schauen, was hier eigentlich abgeht in den alten Vierteln, in den armen Vierteln auch. Da würde ich sagen, Leute, like, wenn es gefallen hat. Wir hören uns, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.